Mein Name ist Wilhelm Schillinger, Gesellschafter Geschäftsführer der Firma Erich Schillinger GmbH. Unser Betrieb wurde 1911 von unserem Großvater Wilhelm Schillinger im Nachbarort Wolfach als Bauschreinerei gegründet. Unser Vater Erich Schillinger hat sich dann in den 1970er Jahren immer mehr auf den Bereich Fenster- und Fassadenbau spezialisiert. Mein Name ist Edith Krobock. Ich bin Mitgesellschafterin, Geschäftsführerin der Firma Fensterbau Schillinger in Oberwolfach. Ich bin die Schwester von Herrn Schillinger. Wir haben 1992 den Betrieb von unserem Papa übernommen. Im Augenblick haben wir 52 Mitarbeiter. Wir produzieren Fenster in Holz- und Holz-Aluminium-Konstruktion. Fenster, Haustüren, Wintergärten, Fassaden, eigentlich das komplette Portfolio rund ums Fenster. Uns liegt ganz besonders das Wohl unserer Mitarbeiter am Herzen. Also ich würde uns als große Familie bezeichnen. Die Besonderheiten in unserem Betrieb sind eigentlich, dass wir unsere Holzkanten selbst herstellen. Dadurch haben wir sehr gute Qualität. Dann unsere Einzelholzfertigung ist ein wesentlicher Punkt, wo wir uns abheben vom Wettbewerb. Und dann unsere Fensterverklebung, wo auch in Deutschland bundesweit beim Holzfenster noch nirgendwo gemacht wird. Was das Besondere bei uns auch noch ist, 21 unserer Mitarbeiter haben bei uns die Lehre gemacht und sind immer noch im Betrieb. Ich komme da auf eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 27 Jahren. Und das ist wirklich selten. Überhaupt im Schnitt bei unseren 52 Leuten komme ich auf 20 Jahre. Und es zeigt doch irgendwo, dass wir einen guten Zusammenhalt haben. Wir wurden ausgezeichnet durch unsere Innovationskraft, wo wir in unserem Betrieb haben und das mal wirklich viele Dinge etwas anders machen wie unser Wettbewerb. Die Auszeichnung ist eigentlich für uns eine Bestätigung für unsere Arbeit, dass wir unsere Sache gut machen. Und wir sind natürlich auch stolz, so eine Auszeichnung zu erhalten. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Unternehmen so weitergeführt wird. Die vierte Generation steht schon in den Startlöchern und das ist auch nicht selbstverständlich für einen Betrieb im Handwerk, dass junge Leute sich dafür einsetzen, dass es wieder weitergeht. Für die Zukunft unseres Unternehmens wünschen wir uns, dass eigentlich das Handwerk besser in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass wir unsere Leute auch besser bezahlen können, weil das Handwerk doch ein wenig ein Stiefmutterdasein in unserer Gesellschaft. Und das ist auch unser Problem, um Facharbeiter zu bekommen. Und wir würden uns wünschen, dass einfach das Handwerk einen anderen Stellenwert bekommt.